Hallo Freunde von Wheel of Warships und herzlich willkommen im Hafen von New York mit der Vorstellung des Superschiffs Joshua Humphreys, quasi eine Gearing Plus. Und genau das ist es, Small Gaming nimmt quasi eine Gearing, macht sie größer, lässt viele Werte gleich, verändert manche Werte dann doch ein bisschen und voilà, dann haben wir den Superzerstörer Humphreys mit F-Fertigkeit einer ganz besonderen Art. Nicht besonders gut, aber naja, zumindest ist eine Fertigkeit da und besser als manch eine andere. Machen wir einen schnellen Durchgang im Hafen und gehen dann wieder ins Gefecht. Mit einer Panzerung, die wenig spektakulär 19mm und 13mm ist, kommt die Gearing Plus daher. Die Überlebensfähigkeit ist hier mit 27.550 auf die Spitze getrieben. Mehr geht nur mit richtigen Kapitän, der noch ein bisschen mehr Punkte bringt. Ansonsten haben wir hier die Standard 10, also Stufe 10 oder Stufe 11 Kapitänsfertigkeit. Stufe 11 das Schiff und die Kapitänsfertigkeit für das Schiff. 23.700 ist Stock und ihr seht schon ein bisschen mehr als eine Gearing. 15% oder 16% mehr Trefferpunkte für die eine Stufe mehr. Die Artillerie ist ident, wir haben dieselben Geschütze mit denselben Alphas. Gut, wir haben hier ein, also 1800 Alpha AHE, 2100 Alpha AP bei 808 Meter pro Sekunde. Shell Arc also ident. Allerdings haben wir hier die Nachladezeit bei 3 Sekunden, das Sigma bei 2.0, Maximum Dispersion 106 mm auf 12,08 Kilometer Reichweite. Und eine Zusatzfertigkeit, die die Hauptartillerie bestimmt. Und das ist auch gut so. Ne? Wir haben Torpedos, das sind die identischen wie bei der Gearing 2x5, 17.900. Gut, das sind jetzt die identischen wie die langen bei der Gearing. Wir haben keine Möglichkeit, die 10,5 Kilometer einzusetzen und 66 Knoten. Wasserbomben vorhanden. Flugabwehr ebenso vorhanden, besser als bei der Kunming. Wir haben 6x1820, die kontinuierliche ist 323, da kann man fast von Schaden sprechen. Allerdings wird das Schiff höchstwahrscheinlich nicht auf Anti-Air-DD geskillt werden, weil da gibt es bessere Möglichkeiten. Ne? Feuerreichweite ist 6 Kilometer, wie bei quasi allem, was eine hohe, also was überhaupt diese Langstreckenflugabwehr hat, 5,8 oder 6 Kilometer. Manövrierbarkeit mit 39,1 Knoten mit der 5% Flagge, ansonsten 37,2, das 1,2 Knoten und ich weiß nicht, warum gerade so viel mehr als wie bei der Gearing. Wir haben 750 Meter Wendekreisradius, eine Ruderstellzeit von 7,5. Das ist bei der Gearing knapp 110 Meter mehr und auch 2 Sekunden mehr. Hört sich nicht so extrem an, so 2,8 Sekunden, um genau zu sein. Oder 1,8 Sekunden, um genau zu sein. Hört sich nicht nach einem extremen Wert an. Das sind aber 40% mehr Ruderstellzeit. Das sind hier auch über 15% mehr, noch mehr. Über 18% mehr Wendekreisradius. Ihr seht also, dieses Schiff ist bei weitem viel, viel größer, als viele sich das gedacht haben. Man kommt dennoch auf 5,9 Kilometer runter mit Doppelkonsumen, also so wie auch bei der Gearing. Wobei vielleicht zu erwähnen ist, ich glaube, die Gearing hat 7,33 Stock und wir haben hier 7,32 Stock, also 10 Meter das bessere Concealment generell. Gut, dann gehen wir zur Ausrüstung, denn hier scheiden sich nun die Geister. Wir haben ja die Möglichkeit, entweder defensives Flakfeuer oder Motorboost einzugeben oder auszuwählen, soweit so gut, das ist bekannt. Wir haben hier den Nebelerzeuger mit 130 Sekunden Dauer für die Nebelwand. So viel ist bekannt, eine Ladezeit von 152 Sekunden. Wir haben hier aber die F-Fertigkeit. Das ist die große Unbekannte, ob dieses Schiff vielleicht doch gut wird oder eher nicht. Es erhöht die Feuerrate der Hauptbatteriegeschütze, indem sie mehrere schnelle Salven abfeuern können. Aber das ist nicht alles. Wir haben hier nämlich eine Erhöhung des Hauptbatterieschadens um plus 50% für diese drei Stöße. Bedeutet, mal 1,5 pro Salve, also 2,7 HE und 3,2 AP, also Alpha-Schaden natürlich. Davon müssen wir ausgehen, weil es sind 1050 mehr, es sind 3150. So, das trifft es bei AP natürlich genau. Dafür haben wir 29,3 Sekunden Nachladezeit. Das hier sind die Einbauten meiner Humphreys. Der Chat wollte für dieses Gefecht oder generell sehen, wie es ist, wenn man das Ding auf Maximum, was die Hauptartillerie betrifft, bringt.
Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, auch hier die minus 10% zu nehmen. Allerdings denke ich mal, die Gearing wird oder die Humphreys profitiert weniger davon als zum Beispiel eine Zorki oder eine Kavarovs. Deswegen sind wir hier auf den normalen Gang gegangen. Warum überhaupt nichts in Torpedos, was auch bei einer Gearing eine theoretische Skillung wäre? Ja, weil der Chat einfach mal sehen wollte, was geht mit dieser Skillung. Und weil in letzter Zeit vor allem mit Kunming noch ein Zerstörer gekommen ist, der stark abhängig ist von seinem Torpedos und das nicht so gut funktioniert hat, meiner Meinung nach. Zeiten ändern sich und somit auch der Schaden, der mit den unterschiedlichen Waffenarten gemacht werden kann. Wir gehen noch einmal kurz rein ins Äußere, aber wirklich nur kurz, denn die Tarnungen sind relativ langweilig. Und mit relativ meine ich sehr, sieht halt so aus, als hätte Wargaming tatsächlich hier eine normale Farbentarnung, eine einfarbige genommen und sie da drauf gepackt. Also ist tatsächlich auch einfach so. Ne? So ein ähnliche Farbe gibt es auch in den einfarbigen, nur hier gerade nicht, weil das der Test-Account ist von Wargaming. Gut, dann ab ins Gefecht. Wie immer bei den Gefechten, alles was ich hier erzählen werde, ist subjektiv. Und meiner Meinung nach ist die Humphreys der weitaus rundere Zerstörer als die Kunming. Ich glaube, die Gründe dafür sind offensichtlich, denn eine Humphreys ist eine Gearing Plus, während eine Kunming nicht eine Sommers Plus, sondern eine Sommers Plus und noch in schlecht mit panasiatischem Spielstil ist. Bedeutet, wir können weniger mit Torpedos treffen, also weniger Klassen, was natürlich immer von Nachteil ist. Ja, wir haben hier andere Torpedos, wir haben weniger, uns fehlen hier ein Drittel der Torpedos der Kunming, aber dafür können wir alles raustorpedieren, was da kreucht und fleucht. Zusätzlich haben wir den Vorteil des, eines der besten Concealments auf dieser Stufe. Ich glaube, nur die Yamagiri ist da noch besser ausgestattet. Und das war es dann auch schon, dafür andere Nachteile. Zusätzlich dazu haben wir eine F-Fertigkeit, die man auch wirklich benutzen kann und ausgelegt auf die richtige Bewaffnung. Stell euch mal vor, Wargaming hätte uns jetzt hier einen Reload-Booster für Torpedos verpasst, anstelle einer F-Fertigkeit für die Hauptartillerie. Die Vorteile dieses Schiffes liegen demnach klar auf der Hand. Gearing Plus bedeutet Plus an Firepower, keine Abstriche dafür in anderen Bereichen. Plus an Trefferpunkten natürlich. Auch ein Plus leider an Beweglichkeit. Das fällt mir relativ negativ. Da fällt nicht nur relativ, fällt mir negativ aus. Auf. Sie fährt sich aber im Stream die theoretische Vergleich gebracht, von wegen, worum das Schiff dreht. Dreht das Schiff um die Mitte, dann wird es relativ beweglich. Dreht das Schiff vorne rum, dann weicht sie hier hinten mit dem Arsch relativ schwierig aus und dreht das Schiff hier um den hinteren Bereich, also je weiter nach hinten, schwieriger manövrierbar ist. Es ist nicht letzteres, das ist die schlimmste Variante eines TDS. Es ist leider nicht ersteres, das wäre meiner Meinung nach die beste, weil da merkt man, wie präzise sich das Schiff hier steuern lassen kann. Es ist die zweite, also eine Mischung. Sie schwänzelt ein bisschen, also der Arsch spricht leicht aus. Jetzt würde man einen Vorderradantrieb mit einem relativ oder mit einem sehr starken Motor betreiben und dann haben wir das Problem, dass das relativ leichte Heck immer wieder ausbricht. Hier haben wir kein störrisches Heck, das ausbricht, sondern eher ein träges Limousinen-Heck, das durch einen zu starken Motor angetrieben wird. So kann man sich das vielleicht vorstellen, wenn ich es vergleichen möchte. Ja, ihr seht schon, wir kämpfen hier auf relativ verlorenen Posten. DD-Fahren ist in letzter Zeit ein bisschen ein Krampf geworden. Man weiß nie richtig, was man machen soll ohne den Support, ob man einfach nichts machen soll oder ob man versucht, etwas zu machen und dann draufzahlt. Ich versuche es immer so lange wie möglich in einer bestimmten Position auszuhalten, um mir dann selbst sagen zu können, gut, hab jetzt Scheiß drauf, es hilft eh nichts anderes mehr. Denn meistens ist es leider so. Ne? Das Cap zu holen hier ist ein bisschen... Ja, und ihr seht schon, da kommt die Stürmen mit der hydroakustischen Suche. Schön aggressiv gefahren, allerdings schwierig. Etwas zum Gefecht hier direkt hinweg. Ich habe das Gefecht tatsächlich genommen, weil im Gegnerteam ein Spieler war, der das Gefecht sehr, sehr gut gefahren ist und wegen dem wir auch schlussendlich dann verloren haben.
Ist auch ein bisschen meine Schuld dann schlussendlich gewesen, weil ich dachte, das ist jetzt relativ einfach zu gewinnen. Achtet da einfach einmal auf einen leichten Kreuzer. Dann könnt ihr dann sehen, was ein Spieler doch noch für einen Einfluss aufs Gefecht haben kann, wenn alle anderen inklusive mir dann nicht mehr richtig aufpassen. Gut. Die Humphreys wird es auch in der Auktion geben. Lighthouse, also im Leuchtturm-Auktionen. Ich denke, die wird auch bei 100 Millionen starten. Zumindest wurde im Chat das so noch gesagt von Wargaming irgendwo ergänzt mit dem nächsten Patch. Von daher, oder? Ist sie schon? Das Problem ist, ich glaube, das habe ich schon einmal angekündigt, Wargaming kündigt in den NDA-Channels immer weniger an und kommuniziert dann das lieber über öffentliche Seiten, an die ich dann meist schon nicht mehr lese. Ja, klingt vielleicht komisch als CC, aber Wargaming kommuniziert viel zu viel und nur wenig davon ist lesenswert, zumindest in den öffentlichen Channels. Tut mir leid, wenn ich das einfach so sage, aber das ist das, was ich davon halte, weil vieles einfach obsolet. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Dementsprechend danke schon für den Hinweis und ich hoffe, das ist wirklich so, dass das auch für um die 100 Millionen Startgebot kommt. Ich denke, es wird ähnlich viele geben wie bei der Kunmin, die 850. Hier ein Schiff durchaus, auf das man bieten kann, aber nicht bieten sollte. Denn jetzt kommt das große Problem, dass egal welches Superschiff man spielt, alle Superschiffe haben die hohen Kosten. Ihr werdet am Ende dieses Gefechtes sehen, dass auch wenn man über 100.000 Schaden macht, dass es nicht reicht. Nicht reicht, das Schiff kostendeckend zu spielen, weil naja, man sich nicht aussuchen kann, auf welche Schiffe man den Schaden macht, denn der Gegner entscheidet leider mit. Das ist das Problem. Der Gegner kann auch wegfahren und außerhalb der Reichweite sein. Es passiert in vielen Aspekten des Spiels, sei es mit 16,5 Kilometer Torpedos oder 13,5 Kilometer Torpedos, wie es eine Kunming hat, wo es noch schlimmer zu Buche trägt oder zu Buche schlägt, wenn es von negativen Werten in der Kreditkasse die Rede ist. Wir haben hier dann den Nachteil und auch den Vorteil, denn es ist immer eine Waagschale, in die man hier diese Werte wirft. 12,1 Kilometer Hauptartillerie-Reichweite, was auch dann direkt die maximale Aufdeckung ist beim Feuer, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Wenn man jetzt dieses Schiff tötet und sonst nichts in 2,1 Kilometer Reichweite ist, dann geht man wieder zu. Hätten wir hier die plus 20% Reichweitenvergrößerung genommen, wäre es dann wieder um diesen Vorteil geschehen. Vor allem ist es auch idiotisch, weil die Gearing generell alle 127 mm mit 808 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit, sprich quasi alle amerikanischen DDs und ein paar darüber hinaus einen Shell-Arc des Todes haben und man, je weiter man entfernt ist, immer weniger trifft. Die 12,1 Kilometer sind eigentlich perfekt dafür. Ihr seht, ich werde hier ein bisschen in die Enge getrieben, weil der Rest meines Teams hier gerne außen rum fährt, ohne wirklich außen rum zu fahren. Muss man auch erstmal schaffen. Aber es passiert. Gut, dass die Sowjetski-Sojus noch hier die Stellung hält, ansonsten wird die Austin und die Sherman-Division hier mit mir machen, was sie möchte. Die der Larner schon tot ist. Wäre auch noch schlimm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sollte ich mehr als 100 Millionen Credits ausgeben für ein Schiff, das mich danach noch mehr Credits kosten wird? Auf keinen Fall. Denn das Ding wird einem wahrscheinlich durchschnittlich um die 100.000 Credits aus der Tasche ziehen, wenn man sie nicht außergewöhnlich gut fährt. Oder mit ökonomischen Boni. Denn ich bin das Schiff bewusst ohne ökonomische Boni gefahren. Denn wenn sie nur dadurch rentabel wird, dann ist es genau das, was Wargaming damit erreichen wollte. Eine Schiffsklasse, die uns unter Einsatz von theoretisch kaufbaren Boni immer noch das Geld aus der Tasche zieht oder zumindest eine schwarze Null aufs Konto bucht. Naja, das hilft natürlich niemandem was, wenn man nicht weiß, wie viel einem der Hobel kostet. 360.000, 50.000, sowas in diese Richtung ist die Wartungsgebühr für dieses Schiff. Und das muss man erst reinholen, wenn man das Ding Free-to-Play fahren möchte. Also ohne Einsatz von Echtgeld oder von gekauften Boni oder auf die Drops angewiesen ist, die da kommen. Das ist schon krass. Da ist man meiner Meinung nach mit einer Gearing weitaus besser beraten. Aber gut, das ist vielleicht nur meine persönliche Meinung, deswegen auch die Warnung zu Beginn. Was für einen Vorteil hat man generell mit diesen Superschiffen? Meistens fährt man das Schiff, das am stärksten ist, außer man fährt die Clausewitz und Konsorten, die über keine gescheite Fertigkeit verfügen. Auch solche gibt es. Dementsprechend immer Augen auf beim Schiffskauf.
Gut gesagt. Gut. Vorteile der Humphreys, die liegen auf der Hand. Das sind dieselben Vorteile wie auch eine Gearing-Ersatz, nur bei weit höheren Kosten. Und man ist generell das beliebtere Ziel, weil größer und weil einfacher zu treffen. Das muss man auch sagen. Kann man sonst noch etwas über dieses Schiff im Generellen sagen, außer dass man bei allen Superschiffen warten sollte, bis sie normal ins Gefecht kommen, ins Spiel kommen, wo sie dann einen Bruchteil der Kosten beim Erstkauf verursachen werden, wie sie bei der Auktion. Nein, sie sind relativ ähnlich zu spielen zu ihrem anderen Zerstörer und die Humphreys bietet hier tatsächlich keine großartigen Unterschiede zur Gearing, bis, wie gesagt, auf die Möglichkeit des DPM, oder in dem Sinne eigentlich der DPS, weil DPM wäre zu viel gesagt bei diesen 30 Sekunden warten dann auf die nächste Salve. Man kann in einer relativ kurzen Zeit, wenn man nicht mehr die Möglichkeit hat, länger zu warten mit der F-Fertigkeit, die letzten drei Salben schnell raushauen. Das ist super praktisch, wenn man gegen einen gegnerischen ED-Fährt, der nur noch 2.000-3.000 hat und man anstelle der, das muss man auch sagen, doch relativ kurze Nachladezeit von 2,3 Sekunden, also mal 3, keine 7 Sekunden warten möchte, sondern tatsächlich nur, was haben wir, Fertigkeit, nur 3,45 Sekunden warten möchte. Also ein bisschen weniger als die Hälfte. Die Gefahr dabei ist bei allen Fertigkeiten, die genauso funktionieren, dass man das Schiff nicht tötet, was man damit töten hätte wollen. Gut, damit muss man leben können. So ist es halt. Spielt meistens keine Rolle, wenn es die letzte Salve ist, die man abgibt. Wie ihr dann am Ende des Gefechts sehen könnt. Weil man ist eh raus, aber man hat noch 3 Salven anstelle von 2 rausgehabt. Oder von einer, weil geht ja auch. Ihr seht schon, die Humphreys im Vergleich zur Gearing Plus, ja, ich meine, nur Kunming, also Somos Plus, ist angenehmer zu spielen. Hauptartillerieschaden ist einfacher zu machen. Ja, das Doppelte einfach ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber man kann damit stabilere Ergebnisse über eine gewisse Anzahl von Gefechten erzielen. Und, das muss man auch dazu sagen, allein durch die bevorzugte Hauptbewaffnung, die durch die F-Fertigkeit geskillt ist, die durch den Kapitän hervorgehoben ist und durch das Concealment, das Wargaming hier der Humphreys verpasst hat, ergibt sich der obligatorische Feind. Und das ist normalerweise der gegnerische DD, dadurch auch die geringe Reichweite. Allein dadurch wird die Humphreys schon immer erfolgreicher sein als eine Kunming, die mit ihren Unterwassertorpedos eine andere Schiffsklasse als Gegner präferiert. Das ist ganz klar. Die Frage ist, ob Wargaming weiß, dass sie mit solchen Entscheidungen und der Entscheidung, wie Schaden in Credits und XP gewandelt wird, manche Schiffe innerhalb der Schiffsklasse und generell manche Schiffsklassen präferiert oder nicht. Und wenn ja, könnte man ja versuchen, das auszugleichen, um eine Diversität im Spiel zu fördern. Aber ja, das ist natürlich eine andere Geschichte, ein weitaus komplexeres Thema, das wir hier jetzt im Rahmen der Humphreys nicht unbedingt besprechen müssen. Was wir festhalten können ist, jeder Spieler, der gerne eine Gearing fährt, der kann auch ohne Bedenken eine Humphreys kaufen. Man kann die Fertigkeit ignorieren, muss es aber nicht. Wenn man es möchte, dann hat man eine größere Gearing mit mehr Trefferpunkten. Wenn man es nicht möchte, hat man eine Option zusätzlich zu dem, was eine Gearing auch noch bietet. Daher ist es quasi eine, ja, ich würde fast sagen, Win-Win-Situation. Ich möchte euch jetzt einmal darauf hinweisen, dass die Austin hier in B verschoben hat und die Moskau rausgenommen hat, während eine Hannover auf sie fährt und eine Sowjetski-Sojus auf sie schießen könnte. Ich möchte hier hervorheben, dass wir bis vor diesem Moment mit einer zweifachen Überzahl hier im Gefecht waren. 3 Caps oder 2 Caps fix und eines gerade in, ja, sagen wir, stark umkämpft. Und ich glaube, dass das Gefecht gewonnen ist. Und
im Chat gerade oder im Stream gerade bemerkt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also bemerkt im Sinne von ausgesprochen. Ich hätte nicht in diese Richtung drehen dürfen, weil ich so natürlich in das Radar der Nevsky reindrehe. Anstatt aus dem Radar herauszudrehen, sodass ich nie drin gewesen wäre, weil ich theoretisch mit Speedboost schneller bin als eine Nevsky. Also, das ist ein Fehler, der gemacht worden ist von meiner Seite her. Natürlich, ich weiß, die Nevsky hat ein längeres Radar als die Petropavlovsk, aber es ist halt auch nicht so ewig lang. Ich glaube, wir kommen auf ein bisschen über 30 Sekunden und damit kann man dann leben, sind es 35, 36. Auch bei den ersten 6 Sekunden sieht es niemand außer die Nevsky und deswegen habe ich schon das Radar, den Smoke gezogen, um dann bestmöglich zu sein. Natürlich hat die Nevsky auch noch Hydro, aber gut, da müssen wir jetzt durch. Mecklenburg ist schon raus, das läuft. Denk mir, das geht noch. Ihr seht auch, 112.000 ist ganz okay für einen DD. Aber super für einen DD auf Stufe 10. Für ein Superschiff, naja, muss man halt schauen. Und sich immer bewegen, weil ansonsten ist man am Arsch. Habe jetzt die letzten Salven mit der F-Fertigkeit rausgeschossen, weil ich hier um die Ecke fahre. Und der Sowjetski Sojus den letzten Stich lassen wollte. Aber naja, vielleicht macht es auch die Mars so. Aber ich kann nicht gegen die Nevsky kämpfen. Zumindest nicht lange. Und die Austin, naja, die lebt immer noch und nimmt die Schliefen raus. Mehr kann man auch dazu nicht sagen, glaube ich mal. Gut, wir bewegen uns jetzt ein bisschen schneller vorwärts hier. Denn die Nevsky wurde nun von der sekundären Artillerie der Sowjetski Sojus rausgenommen. Und die Hannover versucht hier B zu cappen. Ich wollte sie dabei unterstützen und eigentlich wollte ich hinten rausfahren und die Austin aufmachen. Als dann die Austin tatsächlich hier aufgeht, einmal kurz. Und so ist es schwierig. Die dichte Fichte schreibt noch GG, I guess. Aber die dichte Fichte ist ein krasser Ficker, muss man einfach sagen. Die dichte Fichte hier, ich weiß nicht, ob es ein Jahrhundertgefecht ist, aber er macht etwas aus meinem Fehler, hier zu nah ranzufahren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er hier reinpusht, aber das war genau das Richtige. Wäre er geflohen, dann hätte ich ihn gekriegt. Und zur Sicherheit habe ich die Torpedos hier hingeblübelt und er ist allen ausgewichen. Gleichzeitig hat er Torpedos auf die Sowjetski Sojus geworfen, mich erledigt. Mit, ich denke mal, es war kein Reload-Bonus, der müsste jetzt kommen, oder? Und jetzt schießt er auch noch zeitgleich auf die Marceau und nimmt die Marceau raus. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte auch einmal kurz nach vorne spulen, was passiert, wenn man hier nicht aufgibt. Denn unsere Sowjetski oder unsere Hannover ist leider ein bisschen, naja, gehandicapt aufgrund sich selbst. Und die Austin nimmt das Ding raus. Hut ab, also vor der Austin mit diesem wunderbaren Gefecht, hat von mir auch ein Lob dafür bekommen. Ne? Gäbe es mehr solche Gegner oder solche Mitspieler und solche Gegner, am besten 100% von allen Leuten, die im Spiel sind, dann hätten wir sehr viel spannendere Gefechte, muss man einfach sagen. Deswegen, guter Sportsgeist bedeutet, dass man so etwas unterstützt und auch lobt, auch wenn es dem Spieler wahrscheinlich egal ist, so wie es dem Spieler egal ist, wenn ihn jemand meldet. Der ausführliche Bericht offenbart uns die Schwäche der Kunming und zeigt uns im Vergleich dazu die Stärke der Humphreys. Wir haben hier 126.000 Schaden an Schiffen, davon fast die Hälfte mit der Hauptbatterie. Ja, das ist schon mal gut, sicherer Schaden. 30.000 an bei den Torpedos, was durchaus auch mal auf 60.000 bis 90.000 variieren kann. Und 43.000 noch Brände und Wassereinbrüche, die natürlich je nach Anzahl auch variieren. Und ihr seht schon, 14 auf die Schirmen, die nicht unbedingt unser Gegner ist, weil im 1 vs 1 wäre sie uns überlegen. Und dann viel auf Schlachtschiffe und ein bisschen auf Schiffe, die wir nicht unbedingt bekämpfen sollten. Bringt uns zu minus 91.000. Das ist schon was krass. Ne? Minus 360.000 Wartung, minus 45.000 Munition, minus 405.000. Die Modifikatoren wären, dann kämen hier noch dazu. Ne? Das bedeutet, man kann schon Plus machen mit den Dingen, aber man braucht halt sehr gute Gefechte. 300.000 ist der Reinverdienst hier für den Platz 1. Das ist, man muss schon gut fahren, damit man hier Bonus, also Plus macht. Was sagt ihr zur Humphreys? Was sagt ihr zur Kunming im Vergleich? Welches Schiff findet ihr besser? Aktionen gut oder nicht? Bin gespannt, wir lesen uns in den Kommentaren. Ciao.